Ich grüße euch zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und diesmal haben wir einen Zuschauerwunsch und zwar vom guten B.Stil. Grüße dich an dieser Stelle. Du hast dir ja einige Spiele gewünscht. Leider kann ich die meisten technisch bei mir nicht spielen. Das waren ja PS1 und Dreamcast-Spiele. Meine Sammlung umfasst da leider nur Game Boy, NES bis zu Super Nintendo. Anders ist man nicht mein Sammelgebiet und ich habe auch gar nicht die technischen Möglichkeiten, das abzuspielen. Du hast dir aber auch ein NES-Spiel gewünscht und zwar Machreiner. Ich kannte das Spiel noch gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe mich im Vorfeld so etwas klug gemacht und ich glaube, dass es eher, hast du jetzt gewünscht, weil das Spiel sauschwer ist und nicht, weil es jetzt an sich schlecht ist. Es ist auf jeden Fall eines der frühen NES-Titel. Und zwar aus der Blackbox-Serie, die hat, stellt sich heraus halt durch durch das Verpackungsdesign. Ihr seht es auch im Bild eingeblendet, wie die Verpackung aussah. So sahen die frühen NES-Spiele ja alle aus. Erst Release war, glaube ich, 85 oder 86 in den USA. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber irgendwas in der Kante wird es sein. Und zwar ist es ein Motorradrennspiel, mit dem man schießen kann. Ich habe mal ein gutes Video auf YouTube gesehen, wer auch Englisch gut kann. NES Works heißt die Serie. Der Kanalname fällt mir jetzt gerade nicht ein. Die haben was analysiert. Es ist wohl so, dass es in Japan für das Famicom F1 Race gab. Quasi so wie auf den Game Boy, auch mit dieser selben Technik. Die wollten es auch gerne in den USA veröffentlichen, da haben sich dann überlegt, F1-Spiele sind da jetzt nicht so populär. Also, was wollen die Amerikaner? Gewalt! Was ist hip? Motorräder! Also, ne, Motorräder mit Schießen. So. Auf jeden Fall schaue ich mal rein. Haben wir auf jeden Fall schon mal 4 Menüpunkte. Das letzte ist Design. Da konnte man anscheinend sogar seine eigenen Strecken designen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich würde sagen, ich spiele mal jeden Kurs mal gut an. Mal zuerst einen Fighting-Kurs. Press A oder B zum Start. Okay. Die Strecke also. You are Machreiter. So, sind wir da. Dann wollen wir mal gucken. Piu, piu. Oh. Geht doch. Was war das und woher sollte ich das wissen, was da was ist? Okay, da habe ich einen Rückspiegel, aber da habe ich gerade so ein bisschen was gesehen, dass da was kam. Also ich gebe auf jeden Fall Vollgas. Also es kann nicht so sein, dass ich zu langsam fahre. Ich schieße mir immer mal so auf den Rückspiegel da oben hin. Und? Der war doch... Was? Der war doch im Rückspiegel links und ich hatte noch extra... Was? Rechts ausgewichen? Was zum Teufel? Ne, scharfe Kurve. Jetzt kommt einer. Hier, der kommt rechts. Ah, zack, zack. Ha. War noch was? War da noch einer? Hilfe! Das habe ich schon geschafft. Ich habe es immer zum Ende geschafft. Hey! Wie, das war's? Ich verstehe langsam, warum du dir das gewünscht hast, du Schlingel. Okay, jetzt versuchen wir mal die B-Strecke hier. Mal gucken, ob die besser ist. Okay, wir sind da Machreiter. Mal gucken. So, jetzt gucken wir mal ein bisschen mehr auf den Rückspiegel oben rechts. Ne, scharfe Kurve. Also Kurven muss man eigentlich nicht so mäßig vom Gas runtergehen oder so. Zack. Da kommen wir noch. Den konnte ich doch gar nicht ausweichen. Und in der Mitte. So. Und noch einer. Da kam doch auch in der Mitte. Da. Ich stelle mir es gerade so richtig vor. Ich so in 80ern. Kleines Kind. Man kriegt dieses Spiel geschenkt. So
zu Weihnachten oder keine Ahnung, ne? In dem Alter hat man sich selten Spiele selber gekauft. Wie soll ich denn da vernünftig ausweichen? Man spielt und dann ist das. Also, ihr meint nicht die Steuerung, okay, ne? Also, die macht euch jetzt keinen Strich durch die Rechnung. Und er kommt rechts. Haha, das hast du davon. Und? Der kam rechts. Kann man das denn ernsthaft schaffen? Auch eine Ansatzweise? Okay. Das war Fighting Course. Gucken wir mal auf Endurance Course. 20 Kilometer. Juhu, ich habe schon die 5 Kilometer gerade nicht geschafft. So, mal gucken. Die Musik ist auch okay, würde ich sagen. Ah, ich musste ja mal schalten hier, sehe ich gerade. Ah, mit hoch? Ah, dann fahre ich auch schneller. Okay. Okay, gut. Das habe ich gerade nicht kapiert. Das ist halt das Problem, wenn man heutzutage die Spiele... Ah, es läuft doch hier gleich... Okay, dann fahre ich ins Fass rein, was getötet. Aber das macht das Ganze auf jeden Fall etwas einfacher. Also Geschwindigkeitsgefühl kommt auch ganz gut rüber, wenn man denkt, dass das ja 85 erschienen ist. Dafür ist es nicht schlecht. Okay, das ist einer im Rückspiegel. Den hänge ich ab. Den hänge ich ab. Ha, ha, ha. Du kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. Piu, piu. Hey. Ich habe sogar eine Fanfare gekriegt. Ich weiß zwar nicht wieso. Und ich weiß gerade gar nicht, was ich mache. Weil ich einfach nur schnell... Jetzt bin ich wieder. Aber... Ich bin nicht mehr ganz so scheiße. Aber wenn das ganze Spiel ist, so auf... Dauer... Okay, du Rückspiegel. Ha, jetzt kann ich den wegfahren, den... Den... Mache wieder auf YouTube, da kann ich gar nicht rumfluchen, oder? Den Pappnasen, so, das ist nicht so schlimm. Den Flitzpiepen. Warum fahren die eigentlich alle rosa Autos? Hä? Jetzt bin ich tatsächlich weitergekommen. Also gut, es ist nicht richtig kacke, würde ich sagen. Es ist halt mit diesen Leuten aus den Spiegeln unfair. Augenkrebs. Also heute auf jeden Fall nicht mehr gut, richtig gut spielbar, würde ich sagen. Mitte der 80er, wenn man das so im Zeitgeschehen betrachtet, geht's, glaube ich. Wobei, wie gesagt, B-Stil, ich denke mal, du hast dir das gewünscht, weil du da eine gewisse Kindheitserinnerung hast. Und wahrscheinlich negative. Und das kann ich doch auf jeden Fall nachvollziehen. Weil, guckt euch das mal an. Also, das Gameplay wird eigentlich schon nach 5 Minuten öde. Plus dann halt diese ganzen unfairen Stellen hier. Okay, man kann die Fenster zumindest wegschießen. Also technisch ist es, wie gesagt, ein Kind seiner Zeit, da kann man nichts sagen. Auch wenn ich gerne wissen würde, wer sich für grüne Straßen bei einer grünen Umgebung entschieden hat. Wer verteilt denn auch die ganzen Fässer da? Jetzt mal ernsthaft. Musik ist zwar okay, aber die mir ehrlich gesagt jetzt echt so langsam auf den Keks. Ach,
Ich glaube, die grünen Wagen, die halten jetzt mehr aus, ne? Das Beste ist hier, man kann hier zwar seine eigenen Strecken designen, aber die kann man nicht speichern, weil die bei der Cartridge kein Batterie-Safe hat, deswegen. Ganz ehrlich. Ich möchte nicht den nächsten Kurs ausprobieren. Also BC, ich verstehe dich. Hätte ich das Spiel auch als Kind gehabt, ich hätte es glaube vielleicht. Obwohl, als Kind hat man ja, man wollte das Spiel spielen, man wollte es gut finden, aber richtig gut ist das Spiel nicht. Technisch, aber für die Zeit eigentlich okay. Es ist einfach nur komisch, schwer und ja, ich weiß nicht. Also, es gibt wesentlich schlechtere Spiele, ist mein Fazit, aber ich verstehe es, warum du das in schlechter Erinnerung hast. Also, danke, dass ihr diesmal reingeschaltet habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.